ist wieder Geschichte, dort reicht die Gereitschaft. Genau mit 2. Timotheus 3, Versen 14 durch 17. Wo ist deine Bibel, Alvin, frug Amy, aus seinem fortigen Anstieg, Tim nur die Sendachschuld vor? Ich wollte nicht, frischelt Alvin, ich konnte nicht fangen. Heu hob sah er, dass seine Papa dort nicht hören wird. In deine Bibel fragst für die Sendachschuld? Hast du den auswendig geliert? Frug Amy. Nee, frischelt Alvin weiter, ich will diese Weg fehl zu drag. Alvin, sagt Papa sehr ernstlich, ich glaube, du hast die nicht genug gekämmert und was sehr welche Sachen. Dort ist die, dort du dir was mit das. Alvin sein Gesicht ward gut rot, aber heute kick bloß rauf nur seine Hänge und sieht nicht. Den nächsten Tag, als Alvin nach Hause kam von der Schule, frug Papa an, als er wohl mit einem Taubten und Wald fahren und am halben Holz sehen. Alvin fragt sich sehr, am ging dort so schön mit Papa Taub Holz sehen. So deuten ihr Haus mit einem Holzofen hatten jeder Winter und dort brückt viel Holz. Als Papa den Tag, der legen den Utwachbecken deut, sagt Alvin, dort der Kind sehr leicht noch ab ihr fertig schmiert. Wachen wird, Papa, raubt Alvin, du hast dir sehr vergehen. Der liegt dir noch bei der Schmied. Papa hält auch kurz an. Alvin hüpft rüt und rannte sehr hoch. So, danke schön, Alvin, sagt Papa, aus heute drei im Traten entstich. Dort wird nur schwer seinen Halt zu sehen ohne die Seele. Das hab ich nicht mehr aus mein Knipsmasse. Jo, lacht Alvin, dort halb, wenn einer dort reicht die Gereitschaft hat. Dort ist so, sagt Papa, heute kick sie links in Bett nur Alvin und red wieder. Wisst du dort, du magst auch der reicht die Gereitschaft haben, zum ein Gauder deiner seinen vergott? Dort ist, woran dort wichtig ist, dort du die Bibel lesen lässt, in Versen utwendig lehren. In regelmäßig beten des, dort gibt die der Kraft in Weisheit reich zu leben, in rechte Entscheidungen zu merken. Durunen ist dort so schwer so zu leben, dort Gott eingefallen hat an uns. Ich wollte, ich soll mehr in der Bibel lesen, und ich wollte dort beten so wichtig ist. Aber ich kann nicht verstehen, warum ich soll Bibelfragen utwendig lehren. Die sind durch Krieg in der Bibel. Er kann die irgendeinen Titel lesen. Jo, dort ist so, sagt Papa. Aber du hast deine Bibel nicht einmal Krieg mit dir. Wenn wir Versen auswendig lernen, dann haben wir die an uns Wort. Und dann sind die einmal mit uns. Viertens, wenn ich durch eine schwere Titel gehe, dann kommen mir die Bibelfragen an, was ich habe auswendig gelernt. Und dann sind du für mich ein sehr guter Trost. Oder nochmal sind du Menschen rund mich, wo du Frauen haben will in das christliche Leben. Und dann kann ich an die Bibel falsch mitteilen, wenn ich meine Bibel nicht krieg, du hab. Und weißt noch, vorweg vertalt ich die, wo ein Mann bei meiner Arbeit steht, sich bekehren deut. Ich hab meine Bibel nicht mitgenommen, nur die Fabrik. Aber heute kann mir was Frauen stahlen. Und ich kann am Gott sein Wort mitteilen. Bloß wie ein Eck dort hat auswendig gelehrt. Wenn ich hab gesagt, dass ich muss warten mit einem der Fargen mitteilen, was ich meine Bibel bei mir hat, vielleicht wird heute sich nicht han bekehrt. Vielleicht wird durch seinen Wort mank gekommen. In der Gelegenheit, wo niemals Vater gekommen sind. Sagt Alvin, du meinst zu sagen, dort, wenn ich viel von der Bibel auswendig wollte, dann ist dort aus, wenn ich dort richtige Gereitschaft immer in mein Hort mitdrehen darf. Und wenn ich dort nicht habe, dann ist dort so aus, wenn wir die Seele tüß geloten und proben, durch ein Halt zu schneiden. Ja, sagt Papa, ist dort nicht, wo dort ist,
Die Bibel sagt, wir sollen immer bereit sein, andere eine Antwort zu geben, wenn sie uns fragen, wer in der Hoffnung, was wir haben. Bibelfragen auswendig lernen ist ein von den besten Wege, dort zu lernen. Na ja, dann wo ich sehr versichern, dort Dollar ernst zu nehmen, versprüht Elvin. Ich werde die Säure wahrlich damit halten, sagt Papa. Von nun an, weil wir taub deine Sinnachschulfragen lernen. Frauen, kannst du Gott sein Wort? Gehst du fehl im Gebet? Indes du Gott sein Wort auswendig lernen? Der Kraft für Gott zu leben kommt von Gott allein. Dort ist, worum dort so neugierig ist, dort wie fehl im Gebet sind. Der Weisheit für Gott zu leben in rechte Entscheidungen zu merken kommt von Gott sein Wort. Und dort ist, worum dort wichtig ist, dort wie viel in sein Wort lesen. Und auch viel falsch auswendig lernen. Dort ist sehr wichtig, dort wie Gott sein Wort gut kennen. Dann ist dort viel leichter, Gott sein Wort in seine Leib mit anderen mitzuteilen. Zum auswendig lernen, 1. Petrus 3, Vers 15 bei. Sieht immer mit einer Antwort reut für dich, da ein Grund fordern für die Hoffnung, die sie haben. Bloß dort läuft tollig in der Spaltfall. Merk die Reut zum Deinen. So ein Dankeschön.